Talent, Training und Leidenschaft, das sind die Grundzutaten beim Tennis. Die wichtigste Zutat scheint jedoch zu fehlen: mentale Stärke. Spitzenspieler können genau aus diesem Grund immer noch ihr Spiel drehen, auch wenn sie zum Beispiel zwei Sätze zurückliegen. Sie glauben an sich. Bei uns in der Mannschaft sagt unsere Nummer 1 immer, Tennis ist erst dann gewonnen, wenn der letzte Punkt gespielt wurde. Und genauso ist es auch. Leider fehlt mir persönlich oft diese mentale Stärke. Will ich an den Wochenenden meine Mannschaft nicht enttäuschen? Mag ich die Art oder den Spielstil der Gegnerin nicht? Stehe ich beim Turnier auf dem Platz und weiß genau, die erste WhatsApp nach dem Spiel ist die meines Vaters, der fragt, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich setze mich selber unter Druck gewinnen zu müssen und spiele dann noch schlechter. Kennt ihr vielleicht auch diese Situation, wo eure Gedanken euch daran hindern, alles zu geben? Nicht nur im Sport, generell, dass unsere Gedanken unsere Feinde sind? Gedanken, die mich, die euch, die andere schlecht machen? Grundlos? Angst und Zweifel werden gesät. Doch der Geist Gottes kann uns davor bewahren. Im 2. Timotheus heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er kann das Chaos und die schlechten Gedanken in unserem Kopf sortieren. Er räumt auf mit Unsicherheiten, Selbstzweifeln und Ängsten. Er lässt uns auf ein Ziel fokussieren. Und dies sollte unser Ziel sein, Gottes Liebe und seinen Frieden weiterzugeben. Nicht nur im Sport. Gott ist unsere mentale Stärke.